Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser Du lieber live. Aber bevor wir es anfangen, Leute, dieses Thumbnail hier wurde spendiert von Mulle mit Stift. Wunder, wunderschön. Wunder, wunderschön. Falls ihr auch Thumbnails basteln könnt, wollt, zeichnen, basteln, wie auch immer, einfach an Fuddel schicken. Ja? Der leitet mir das weiter, auch mit euren Nachrichten. Mulle mit Stift, absolut ehrenhaft, also klasse. Sieht richtig gut aus. Auch wie die Beine gezeichnet sind, ne? Richtig super stark. Finde ich schön. Lasst mal bitte ein bisschen Liebe da für Mulle mit Stift. Da freut sie sich bestimmt. Ja, super ehrenhaft, super schön. Ich freue mich wirklich. Ist sehr cool gemacht, finde ich. Ja, Leute, unser Lieblings-Ex-YouTuber war live. Ich war zu der Zeit essen mit meiner Mulle ohne Stift. Bin jetzt wieder daheim, denk mir, eigentlich hast du was vor. Eigentlich hast du was zu tun. Eigentlich ist heute Samstag und da macht man nichts, aber, also ich zumindest, ja, ich mache ja sonntags dafür. Aber ich weiß, ich würde Ärger von euch bekommen, wenn ich nichts mache. Und das möchte ich nicht, weil ich euch liebe. Möchte ich euch natürlich nicht verärgern. Und ja, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Ding jetzt mal an. Ich habe die Dinger noch nicht gesehen und ich finde etwas, also erstmal, ja, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Leute, da ist der Eulenkanal von Inge. Der ist in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt die Videobeschreibung geändert. Der Kanal heißt jetzt der Eulenkanal. Ja. Da ist der, darunter ist der Link. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst bei dem Eulenkanal ein Abo. Ja, aktiviert da auch die Glocke. Hier bitte übrigens auch. Ja, ihr könnt hier gerne ein Abo lassen. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Fände das sehr schön. Aber wenn ihr die Sachen direkt live sehen wollt, Eulenkanal. Was ich heute tun werde, das habe ich schon sehr lange nicht mehr getan. Und es fühlt sich ein bisschen an. Ich will jetzt nicht hart übertreiben oder so, aber es fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Denn wir schauen heute beim Spiegellord. Ah, hat mir das gefehlt. Ja, wirklich. Das hat mir gefehlt. Und bevor wir jetzt lange groß schnacken, nochmal, wie gesagt, hier Liebe dalassen für Mulle mit Stift. Die hat noch ein Bild gemalt. Das werde ich benutzen, wenn ich mal wieder auf den Kristallmensch, Kristallwolf, echter Schamane, Kampfkunstmeister und ich eben hochsensibel. Wenn ich auf den Typen nochmal reacten werde, was passieren wird. Ich sitze übrigens noch im Freien. Ja. Vielen lieben Dank, lieben Dank, Jack Fromsoft, ja, Jack Fromsoft, Jack Fromsoft, Jack Fromsoft, für alle, die das Trinkspiel spielen, Jack Fromsoft, Prost. Der liebe Ehrenmann geht gerade mit dem 12 Stunden Elden Ring Randomizer in Hardcore online. 12 Stunden. Bruder, ist das ein Ehrenmann. Jeder, der Souls Games spielen möchte oder sehen möchte, einfach schaut mal bei Jack Fromsoft vorbei. Der Link auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr Sachen erleben, sage ich euch. Der spielt da Dinger, wenn ein Boss kommt, also wenn normalerweise ein Boss kommt, stehen da auf einmal drei, manchmal vier und so weiter. Wahnsinn. Ja, und er legt die. Das ist echt irre. Es ist total verrückt. Macht sehr viel Spaß. Ist auch ein sehr netter und sehr lustiger Dude. Ganz viel Liebe draus an dich, Bruder. Ich weiß, du guckst das ja irgendwann. Gut, Leute, ich würde sagen, genug gelabert, genug um den heißen Brei geredet. Wir gehen direkt rein jetzt in unseren Lieblings-Ex-YouTuber und Profi-Medienexperte Abfahrt. Ab rein in den Herbert. Danke für diesen. Da unten ist übrigens der Kanal hier, da wo meine Soundbars sind. Die Eulen. Ja? Wie gesagt, Leute, das ist ein Kanal, wo ein Pflichtabo hingehört. Ein absolutes Pflichtabo. Und hier bei mir natürlich auch. Ja, ich hoffe zumindest. Denn nicht vergessen. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. So nämlich. Ich finde die auch sehr schön. Hier steht direkt: Chatten nur gegen Bezahlung.
kannst du dir nicht ausdenken. Ja? Wahnsinn. Er braucht anscheinend Barne. Gut. Labend, Rainer. Ui, der ist aber laut, der Dude. Nabend und alles fit, ja. Und dass Rainer jetzt nicht gesagt hat, ist doch gar nicht abends. Es war zu der Zeit 11 Minuten nach 3. 15.11 Uhr. Ja, und bei dir? Och, naja, kennst du das doch, oder? Man schlägt sich so durch. Ich hab schon 100.000 Mal gesagt, wie es mir geht. Mir geht's wie immer. Lies meinen Blog. Auf jeden Fall. Ach so, es gibt natürlich auch noch seinen Blog. Leute, dass ich das nicht vergesse. Den kann man zum Beispiel, die Highlights davon kann man bei meinem lieben guten Freund Ofenkäse hören. Der heilige Ofenkäse, Link auch in der Videobeschreibung. Lass da auch Liebe, absoluter Ehrenmann, finde ich. Ist ein super Typ. Und wer auch ein super Typ ist, falls ihr das nicht vorgelesen haben wollt, sondern von dem von der Michael-Stimme vorgelesen haben wollt, beim lieben Furchenluch. Auch dort ist ein Link in der Videobeschreibung. Auch zu Hank und zu Mad Dog und zu Herr Malzahn und eigentlich zu allen. Ja? Schanzenkrähe habe ich letztens auch erst entdeckt, vor 2 Wochen oder so. Ey, mag ich super gerne. Ganz sympathische Stimme, ganz sympathischer Dude. Höre ich sehr, sehr gerne, Schanzenkrähe. Falls du das hier hörst, Liebe draus an dich, Bruder. Krass, ja, dass du jetzt auch hier auf TikTok bist, habe ich jetzt erst gesehen. Auf TikTok bin ich schon ewig. Und jetzt habe ich gerade gesehen, Roxau hat dieses auch schon reacted. Und der hat meinen Videotitel geklaut. Ich habe vorhin gesagt, ey, ich glaube, ich werde den Stream nennen hier, der Becher wird rumgereicht, der Battlebecher. Da hat er meinen Videotitel geklaut. Da ist er wohl eine Frechheit. Das ist doch wohl eine Frechheit. Also das geht so nicht weiter mit diesem Vegetarier, du Lieder. Das, nee. Schon bestimmt seit 4 Jahren oder so. Ich habe aber einen neuen Account, muss man dazu sagen. Ja, krass. Etwa im halben Jahr oder was habe ich einen neuen. Wenn ich das höre, ich bin schon seit 4 Jahren bin ich schon hier. Ja, er hat, seit wann macht er was? Seit 2 Monaten oder so? Ja, das ist, als wenn ich erzähle, ich bin schon ein Jahr über auf Twitch. Ja, ist noch nichts gekommen, weil ich halt ein Dulli bin. Ja, aber es wird bald kommen. Es wird bald was kommen. Der Link zu Twitch auch in der Videobeschreibung zum Arnidegger-Kanal. Lasst da gerne ein Abo, wenn da was kommt, dass ihr mir das, damit ihr nicht verpasst. Ein Account gehabt. Mhm. Aber ich bin mit dabei, ja. Ja, cool auf jeden Fall, dass du mich angenommen hast. Aber ehrlich, geil, ey. Und was macht die Schanze? Gute Frage. Keine Ahnung. Musst du die Hater fragen, die sind doch regelmäßig da. Ich nicht. Ach, guck mal, wie er sich fühlt. Er hat jemanden gekickt. Oh, er hat ihn rausgeschmissen. Jetzt fühlt er sich. Da ist Fühlung angesagt. Bruder, ist da Fühlung. So ein Kindergarten, Alter. Kindergarten, ne? Können wir abkreuzen? Gut. Gehen wir einfach mal von oben nach unten durch, hätte ich gesagt. Er hat wirklich, pass mal auf, ich mache mal hier Frame by Frame, so wie ihr mir das gezeigt habt. Hört ihr, wie schön meine Tastatur klickt? Ist das nicht ehrlich? Oh, komm. Da, guckt mal. Hier sind sogar noch die Löcher von diesem Piratending drinne. Das hat er nicht sehr ordentlich gemacht. Er hat dieses Piratenlabel davon abgeknibbelt. Und hier sind sogar noch die Löcher drinne. In diesem... Ja, es ist garantiert kein Leder für 11,99 € in diesem Gummi. Grüß dich, Rainer, wie geht es dir? Na, Bent. Habe ich schon 100.000 Mark gesagt gehabt. Und alles fit, ja? Alles fit bei dir. Du bist gerade in Berlin, habe ich gehört. Ich bin in Berlin, ja. Ja. Aber ich sag nicht, wo ich bin. Ja, und machst du Urlaub oder bist du da jetzt beruflich? Also jetzt wegen... Rainer macht nie Urlaub, der ist immer am... Junge, ist das wieder ein Frame. Leute, ich mache jetzt mal hier kurz die... Warte mal, wo haben wir das hier? Ist es das? Nee, das war das Falsche. Das hier mache ich jetzt mal aus. Macht da doch mal bitte einen Screenshot von. Und bastelt da was draus. Das ist so, das ist ja wirklich eine Vorlage, die kann man nicht ungenutzt lassen, finde ich, oder? Schaut euch das mal an. Das ist ja wunderschön.
Ey, da kann richtig was draus gebastelt werden. Ich bitte euch, weil ihr natürlich besser seid als ich in so mancher Hinsicht. Obwohl... Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Ja, aber in vielen Sachen, gerade in Sachen Photoshop und so weiter, seid ihr natürlich viel besser als ich. Ja, wenn da jemand was Nices draus machen kann, einfach an Fuddel schicken. Ich freue mich immer drüber. Der ist schon wieder der Jack FromSoft gewesen. Ach, das war mein anderer Browser. Na schön. Gucken, wie viele Nachrichten ich noch bekomme, dass er online ist. Jack, ich weiß, dass du wegen online der bist. Dokument. Und du bist hier ruhig. Junge. Technik, Digga, am Schlüssel. Machst du Urlaub oder bist du da jetzt beruflich? Also jetzt wegen... Rainer ist immer überall beruflich. Der Dokumentation über dich. Dokumentation ist doch Bullshit. Rainer, sowas sagt man nicht. Dass das immer noch Leute glauben, verstehe ich nicht. Da ist ein Vertrag, wo ein Name draufsteht, das alles aber irgendwie im Computer kopiert wurde, ist aber nicht zu unterschrieben. Und natürlich nicht, deswegen läufst du die ganze Zeit mit dem Typen da von der Thursday Company durch die Gegend, ja? Übrigens, ich will das mal kurz zeigen, wartet mal. Das will ich euch ganz... Was ganz, ganz wichtig ist, was dieses Thema mit dieser Thursday Company ja bestätigt. Ich gehe mal ganz kurz auf den Kanal von Furchen durch. Mache ich hier jetzt im One-Taker, ja? Und zwar hat er hier gepostet in der Community, in seinem Community-Post. Da können wir mal drauf gehen. Sekunden, ne? Da. Rainer wurde von 4 Leuten während seines Livestreams bewacht. Danach ist er in einem Auto abgehauen. Hier. Da steht Sicherheitspersonal. Kann man sich nicht ausdenken eigentlich. Der wurde bewacht. Während seines Streams. Da sind 4 Securities mitgelaufen. So, und jetzt will Rainer uns erzählen, dass es da nichts gibt oder was? Dass es diese Verträge gar nicht gibt? Ja, will er uns jetzt erzählen, er hat sich 4 Securities engagiert? Bitte. Wie gesagt, bei Furche könnt ihr das alles nochmal sehen. Link in der Videobeschreibung. Und lasst Liebe und ein Abo da bei dem guten Mann. Nichts. Ich verstehe nicht, dass die Leute das immer noch glauben. Ja, du musst auch ein bisschen Verständnis haben. Also die Leute werden auch von der Information her viel geleitet, ja. Die werden viel informiert, die Leute. Rainer auch. In sehr vielen Fällen, sehr vielen Themen. Und die wissen nachher nicht, was jetzt wahr ist und was nicht. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr aufklären. Natürlich glauben die Leute alles irgendwie oder haben lauter Fehlinformationen. Ich kann dir nichts aufklären, was nicht existiert. Also, soweit ich weiß, ist da nichts. Keine Ahnung. Soweit er weiß. Keine Ahnung. Krähen sind ja auch. Rainer sieht einen Vogel und ist abgelenkt. Guckt euch das an. Keine Ahnung. Krähen sind ja auch. Der Typ wollte anfangen zu reden. Rainer sagt, oh, Krähen sind hier auch. Wie gefällt dir Berlin? Also ich habe in Berlin gelebt, sehr lange. Mir hat das nicht so gut getan, aber für so einen Urlaub oder so einen Kurztrip ist Berlin immer gut. Ja, ich mache ja im Moment, ich will ja jetzt noch ein bisschen länger hier sein, für ein bisschen Livestreams und für ein bisschen Videocontent, was ich so nebenbei ein bisschen produziere. Ja. Auf einer gewissen anderen Plattform. Ja. Lieber nicht, danke. Für Odyssey und so und Alter, ist die Krähe da frech. Junge, ist der denn ohne Spaß jetzt? Was soll das? Und ich bin halt so der Meinung, naja, ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben. Er war einfach raus aus dem Satz, ne? Er wollte sagen, er will länger bleiben, dann sieht er eine Krähe und dann sagt er, ja, ich bin so der Meinung, naja, hört doch mal genau hin. Diese Krähe hat ihn komplett rausgebracht. Kompletter Festplattenabsturz. Für Odyssey und so und, Alter, ist die Krähe da frech. Und, bin halt so der Meinung, naja. Er weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Guck mal, wie angestrengt er gerade nachdenkt. Er versucht sich gerade daran zu erinnern, wo er war. Er ist komplett raus. Kompletter Festplattenabschnitt. Komplett Tilt-Error. Ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben. Ich habe mir jetzt, ja, weil ich momentan ja geldtechnisch auch ein bisschen bin, ne?
Krähe. Ja. Das ist schlecht auf. Also ich habe ein bisschen was habe ich jetzt noch gehabt, aber jetzt müsste ich Montag, danke für den Hut, ich müsste jetzt Montag zurückkommen. Also ich habe auf meinem... Auch die Frisur, ne? Wahnsinn. Das erinnert mich, kennt ihr Kevin alleine in New York? Wenn Marv an dieses Waschbecken geht, das unter Strom steht? So ähnlich sieht die Frisur aus, oder? Ich habe jetzt wieder einen Vlog aufgemacht. Hass und Mobbing, glaube ich, heißt der. Kennst du dich überhaupt nicht mit aus? Ich habe jetzt gar nicht hundertprozentig im Kopf, den existiert noch nicht so lange. Und das andere ist mein Odyssey-Account, Drachenlord. Im Link heißt er, glaube ich, drachenlord.8785, irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht ganz genau gerade. Leider. Ja, du solltest es eigentlich selber wissen, wie du heißt. Wahrscheinlich 1510. Ja, jedenfalls, ein Bärchen. Ein Bärchen. Hast du das selber nicht bemerkt, ne? Dass er da Bärchen gesagt hat. Da war wieder ein neues Bärchen. Allerdings ist es da so, dass ich da aktuell auch einen Spendenlink für meinen für PayPal drinnen habe, dass ich da, dass wer will, kann mich da auch ein bisschen unterstützen. Ja, es wird gebettelt, ne? Sagen wir, wie es ist. Es wird, die Kohlen müssen ran. Ich kann es bloß hier auf TikTok nicht verbreiten oder nicht veröffentlichen, den Link, weil ja, Links auf TikTok ist ja immer so eine heikle Angelegenheit. Deswegen Rainer, kommt drauf an, was für welche. Habe ich ja meinen letzten Account verloren, unter anderem. Ja, Rainer, wegen einem speziellen Link für eine spezielle Seite, die nirgendwo verlinkt werden sollte, wo auch Jugendliche Zugriff haben. Deswegen wurde der gesperrt. Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Art der Links an, aber ganz genau. Grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich wollte dir noch mal sagen, also lass dich da nicht provozieren von niemandem. Ja. Tu, was ich Bleib kann auf jeden Fall. Lass dich da nicht mit reinziehen in irgendeinen Müll. Rein mit AI, ganz wichtig. Ja, bleib standhaft. Also an deiner Stelle würde ich dann auch irgendwie eine solide Arbeit annehmen, auch wenn es nur auf 500-Euro-Basis ist. Also das böse A-Wort darfst du Rainer nicht so einfach sagen, ja? Nicht ohne Vorwarnung. Also sowas geht ja gar nicht. Also arbeiten ist gar nicht so sein Steckenpferd. Problem ist ja, ich krieg gar keine Arbeit. Weißt du? Ich krieg weder eine Arbeit, noch kriege ich irgendwie eine Unterkunft oder so auf lange Sicht. Ich krieg keinen festen Wohnsitz und nichts, weil ich halt letzten Endes ja... Letzten Endes! Woo! Entweder liegt es an der Kohle oder wenn es nicht an der Kohle liegt und es ist meistens dann... Ja, es liegt an der Kohle, dass er keine Arbeit findet, versteht ihr? Denn wer nicht genug Geld hat, der kann auch nicht arbeiten gehen. Das ist ja eine klare Sache, oder? Und trotzdem der gleiche Fall, dass ich sowohl an der Kohle als auch an der Situation, dass ich eben nicht wegen den Hatern unterkomme, weißt du? Wenn jemand meinen Namen... Natürlich. Namen hört oder ein bisschen was über mich erfährt oder ein bisschen was über mich googelt, dann kriege ich von vornherein keine Wohnung, weil die halt alle Angst haben wegen den Hatern. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, klar. Muss man verstehen, muss man respektieren. Aber es ist halt... Alter, was macht die Krähe denn da? Aber... Rainer und seine Krähe. Meint er Denise? Ist Denise da? Ah ne, ist ja die Henne, ne? Es ist halt... es ist halt trotzdem ziemlich schwierig, ne? Das Ganze... Ohne Spaß, ich wollte jetzt erst sagen, er wird jetzt schwierig sagen. Er hat nämlich jetzt gerade nach der Krähe geschaut und wusste nicht mehr, was er sagen wollte. Er wusste nicht mehr, wo er war. Ich wollte es, ohne Witz jetzt, ich wollte es callen, dass er sagt, jetzt gleich sagt er, das ist schwierig. Und da kam's. Letzten Endes umzusetzen so. Und ist nicht ganz so leicht. So, es ist letzten Endes schwierig, das umzusetzen und ist nicht ganz so leicht. Was denn, Rainer? Jetzt sag doch mal, worüber du geredet hast. Es ist nicht ganz so leicht, da irgendwas zu ändern oder was zu machen. Und ja, kann man. Ich meine, Rainer, gibt es da nicht irgendwelche Arbeitgeber, die jetzt auch hier mal zuschauen oder so? Oh, das finde ich eine sehr gute Frage. Ja, man könnte ja auch so einen Blog machen und könnte dann sagen, hey, wer von euch ist Arbeitgeber, wer ist selbstständig? Und wer würde mich einstellen? Und nicht einfach so nach Geld fragen. Man könnte auch nach Arbeit fragen mit so einer Reichweite. Und wir wissen, es gibt viele Dullis da draußen. Ja? Es gibt bestimmt... Entschuldigt bitte. Es gibt bestimmt Leute, die ihm eine Chance geben würden.
die sagen... Ich habe jetzt gerade wirklich fast aufgestoßen. Ich konnte es noch mal verhindern, aber das wäre mir jetzt richtig peinlich gewesen. Was war das denn? Lecker, lecker. Irgendwo muss der Rainer aus diesem Teufelskreis raus. Der Typ, der hat eine Chance verdient, ja, wenn du nur... Ich habe mir nicht pausiert, ja, es geht weiter. Ich weiß nicht, was hier los ist, ich spule mal vor. Erstens mal, ich bin... Okay, hier geht's anscheinend weiter. Erstens mal, ich bin in der Sonderschule gewesen. Das heißt, ich habe schon vornherein schlechte Karten, was... Rainer war der Zichi zum Beispiel auch, ja. Der hat sich auf den Hosenboden gesetzt, hat ein bisschen was gerissen und hat jetzt Arbeit. Ja, und ich glaube... Das ist jetzt wirklich nur gefährliches Halbwissen, was ich jetzt sage. Aber ich meine, dass der Daniel auch da war. Also der Emaler. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Aber was ich weiß, ist, dass der Arbeit hat. Der hat Arbeit, eine Familie. Das scheint ein Ehrenmann zu sein irgendwo. Ja? War auch zu vielen Voldehates auf Verkehr, war ziemlich nett und so weiter. Soll wohl ein richtig netter Kerl sein. Deswegen hört ihr von dem auf meinem Kanal nicht so viel. Ne? Den möchte ich einfach. Er möchte nichts mit dem Game zu tun haben. Und das respektiere ich auch. Ja. Scheint ein netter Kerl zu sein, also pff. Was die finanzielle Möglichkeit oder was auch die was die berufliche Laufbahn an sich angeht. Das Einzige, womit ich jetzt wirklich viel Erfahrung habe, ist einfach im Laufe der letzten 10 Jahre Medien. Rainer, jeder, der die letzten 10 Jahre verfolgt hat, so wie die meisten, die hier zuschauen, ja, die wissen, dass du in den letzten 10 Jahren nicht sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Du machst heute noch die gleichen Fehler wie am ersten Tag. Guck mal, der Undertaker hier. Hui. Du machst heute noch die gleichen Fehler wie am ersten Tag. Du haust heute noch, Rainer, wenn das irgendjemand aus der Medienbranche sehen würde, dass du hier gerade streamst und dass dir öfter mal der Daumen aufs Mikrofon, dass der Daumen da hängt und so weiter, da würden die sich denken, wie, der macht das seit 10 Jahren hauptberuflich? Also bitte. Ohne Spaß, da würde ich sagen, der Skybro schon mehr Erfahrung. Ja, und der ist vielleicht auch nicht der Pfiffigste und so weiter. Der steht übrigens bald vor seiner, ich habe gehört, er wird Fachpraktiker. Ich weiß nicht, ob das das gleiche wie Geselle ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber ey, er steht vor seiner Prüfung. Ich wünsche ihm da sehr viel Glück. Ja, ich schaue mir trotzdem die Videos von Ungol an. Von Uncool meine ich natürlich. Das letzte Video zusammen mit Lamedel war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Video. Es wurden allerdings echte Schamanen einfach im Vorbeigehen diskriminiert, ja. Schamanen wie mich, und das fand ich nicht gut. Ja, das muss ich dir mal sagen, Bruder. Davor habe ich alle möglichen Gelegenheitsarbeiten gemacht. Nichts davon hat auf lange Sicht irgendwie funktioniert. Alles über Zeitarbeit und Nebenarbeit und keine Ahnung. Und nirgendwo wurdest du übernommen, Rainer. Ja, wie kommt das nur? Deswegen alles nicht ganz so einfach. Und jetzt letzten Endes ist es aber immer... Letzten Endes, wuhu, und diesmal gehen die Grüße raus an Hicks, an Quaffi, an Franz, an Süßmulle, an euch alle. Ganz viel Liebe. Immer wieder so, dass, auch wenn mich jemand irgendwie versucht anzuschreiben oder so, vielen Dank, dann weiß ich auch trotzdem nicht, ist es jetzt real oder ist es nicht real, weil, ja, du Krähe, ne? Er und seine Krähe, da haben sie ja zwei gefunden. Das ist neue Krähenbärchen. Ist es jetzt real oder ist es nicht, weil viele... Bestimmt eine Hater-Krähe. Ich krieg halt permanent irgendwelche Fake-Nachrichten. Ne? Jetzt habe ich auch wieder irgend so einen Fake-Typen gehabt auf .de, wo ich mich regelmäßig mit dem unterhalten habe und geschrieben habe und mit dem treffen. Auf was.de? Ich glaube, ich meine es erahnen zu können. Zum Glück hat er da gerade schwaches Internet gehabt. Wollte und war wieder eine Fake-Aktion. Ne? Und viele andere Aktionen auch. Ich meine, ich gehe in so eine Situation grundsätzlich mit dem Gedanken rein, es ist Fake. Das macht Sinn, mache ich auch. Ich mittlerweile nicht mehr, aber sobald ich eine Frau kennengelernt habe, habe ich sofort gewusst, das ist Fake. Ne, so bin ich erstmal da reingegangen in die Sache. Und schreibe dann trotzdem ganz normal, weil letzten Endes hat es ja auch bestimmte Hintergrundgedanken und alles, warum man das überhaupt macht oder warum man das umsetzt und alles. Aber am Ende ist es trotzdem so, dass es halt jedes Mal oder in fast jedem Fall dann halt nach hinten losgeht und dann halt trotzdem ja ein Nichts ist eigentlich. Danke für die Kiste. Ja, vielleicht sollte man mal so ein Öffnen... Danke für die Kiste, danke für die Barne.
öffentlichen Aufruf machen, ja, so richtig. Versuche ich vielleicht das. Hilft dir da auch die Behörde, Rainer. Du musst aus diesem Teufelskreis. Wenn ich höre, versuche ich ja. Nein, Rainer, du versuchst direkt nach Geld zu betteln. Du fragst nicht nach einer Chance für einen Job. Ja? Du hättest, sprech doch einfach mal öffentlich an. Nehmen wir mal den Lobo. Ja? Dann sag doch mal, ey, hör mal, Lobi hier, wie wär's, wenn du deine 500 Euro zurücknimmst, die du mir in meinen gerammt hast und hilfst mir stattdessen, bei euch ein Praktikum zu bekommen. Vielleicht kann ich mich dort beweisen. Ja? Wie wäre das denn? Raus, Rainer. Ja, versuche ich aber seit 10 Jahren. Und natürlich. Und, oder seit 8 Jahren oder sowas. Und es hat einfach nicht, es funktioniert nicht. Irgendwie generell sowieso, jetzt ist ja die Sache, ich bin gestern erpresst worden von Mio und Baraka. Naja, ich würde das auf keinen Fall so bezeichnen. Mio hat gesagt, entweder sagst du die Wahrheit oder ich mach's. Ne, das ist jetzt, nee, ich finde das, nö. Nö, ich, absolut keine, nein. Dann wurden Sachen trotzdem veröffentlicht. Das hat zwar nicht er direkt veröffentlicht, aber indirekt hat er das halt veröffentlicht, weil es dann von anderen Leuten veröffentlicht wurde mit der Alter, er hat keine Befehlsgewalt über andere Leute. Das versteht er ja auch nicht, ne? Aussage, ja, bei Mimon sich ja weigert, veröffentlichen wir das. Also im Prinzip hat er sein Versprechen oder seine Aussage oder wie auch immer man es dann tendieren will, trotzdem gebrochen. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Weil er letzten Endes trotzdem Sachen veröffentlicht hat von... Hat er nicht. Es gab sogar einen Post, das habe ich bei Ofi im Video gesehen, dass er gesagt hat, ey, Rainer, Hut ab, du hast dein Ego hinten angestellt, um andere zu... Hut ab, hat der Mimon gesagt. Und der hat sich an sein Wort gehalten. Ganz klare Sache. Leuten, auch wenn das jetzt selber war, sondern jemand anders, danke für die Mütze. Und ja. Mensch, ist halt, Mensch. Rainer redet einfach rein. Er redet einfach rein, wenn der Typ redet. Am Anfang klang das, also ich kenne die Sache mit dir jetzt noch nicht so lange. Ne? Am Anfang war das so ein bisschen lustig, aber irgendwann habe ich erkannt. Das ist immer noch lustig, finde ich. Das ist gar nicht lustig. Ne? Dann guckst du vielleicht die falschen Videos. Dann schau die doch nicht bei Rainer, schau die doch hier. Hier, beim Arni. Also, jetzt stell dir mal vor, du hättest beim Arni geschaut. Dann wärst du jetzt nicht beim Reini im Stream. Passiert irgendwas? Das hoffen wir natürlich nicht, dass da was passiert. Ja. Das ist doch scheiße. Das ist doch richtig scheiße. Sowas sagt man nicht. Die Hater würden lachen, die Fans würden vielleicht nicht gerade trauern, aber sie wären bestimmt nicht glücklich drüber. Ja, alle beide. Und die Neutralen würden sagen, no, das war ja wieder gar nicht absehbar. Genauso wie in meiner Schulzeit sind permanent Leute unter Mobbing, unter Mobbing leiden hatten, haben dann irgendwann sind sie amok gelaufen oder haben sich umgebracht. Permanent sind da Leute amok gelaufen, haben sich umgebracht. Permanent. Versteht ihr? Na, was für ein Blödsinn. Ach so, nee, bloß nicht du. Das war ja auch nie absehbar, weißt du? Und dann immer groß am Rumheulen oder auf Videospiele oder sonst was schieben. Videospiele schieben, fand ich auch Quatsch. Ne, da muss ich Rainer mal recht geben, das hat er früher schon mal gesagt, hier mit den Videospielen. Da hat er recht. Ja, wenn ich gerade sehe hier, wie sich Leute, die haben sich ja über WoW echauffiert. Ja, kannst du nicht ausdenken. Und WoW und Counter-Strike und so weiter, das macht alles nicht aggressiv. FIFA macht aggressiv, das ist heftig. Und das ist im Prinzip genau. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich meine, bei Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit und ja, reib es ihm rein. Obdachlos, arbeitslos. Nicht zu essen und so weiter. Nichts zu essen! Guckt euch den mal an hier. Sieht diese Person aus, als wenn sie nichts zu essen hätte. Diese Person ohne Hals. Hört der Spaß auf, finde ich. Ich finde nicht. Da hört der Spaß auf. Voll auf deiner Seite, das sehe ich ganz genauso, ja. Ja, weil es um Rainer geht, sieht er das ganz genauso. Du, wenn dir jetzt irgendwas passiert, ne? Ja, was machen dann die Leute, die angeblichen Hater? Lachen. Vermutlich. Also ich hoffe nicht, dass ihm was passiert. Das möchte ich hier mal ganz klar und deutlich sagen. Ich hoffe nicht, dass ihm was passiert. Ganz klar. Falls was passiert, bin ich ganz ehrlich, ist mir auch egal.
Nein, ich möchte nicht, dass ihm was passiert. Das möchte ich bei niemandem. Ich glaube nicht, dass alle lachen werden. Da werden ganz viele dabei sein, die denken werden, also hätte ich das mal bloß nicht gemacht. Ne? Nö, das werde ich nicht denken. Im Gegenteil, ich werde noch ganz viele Classics machen danach. Was Neues wird dann ja nicht mehr kommen. Ich meine, irgendwo alles hat Grenzen, ne? Wenn nur die Wurst hat zwei. Wenn es eine gewisse Grenze überschreitet, dann geht das nicht. Ja, das kommt darauf an, wie die Hater selber. Das kommt darauf an, wie die Hater selber halt so an sich reagieren, ne? Also wie. Das ist richtig, Rainer. Das ist ausnahmsweise mal erschreckend richtig. Die letzten Endes. Letzten Endes! Das kommt darauf an, welche Art von Hater das sind halt, ne? Das ist erschreckend richtig, Rainer. Muss ich mal sagen. Erschreckend richtig. Es gibt natürlich Menschen, denen, die wollen das. Und dann gibt es Menschen wie mich und ich hoffe uns allen, die wollen nicht, dass ihm was passiert. Ne? Und wir treiben hier ja niemanden, wir betreiben ja hier nichts Böses oder so. Ey, wir machen halt ein bisschen Spaß. Aber im Großen und Ganzen weiß auch nicht. Aber du, ich muss tatsächlich schon wieder los. Bruder muss los, hat Nasenbluten. Klar. Pass auf dich auf, lass dich nicht provozieren, bleib gesetzestreu, ja? Das ist etwas, das würde ich jedem raten. Gesetzestreue ist wichtig. Ich tue, was ich kann, ne? Es ist halt pass leider auf auch, dich auf. Würde ich auch gewissen Kristallschamanen empfehlen. Verleumdung und so weiter. Ganz schwierige Sache, Bruder. Wenn die Situation reingedrängt wird, kann man halt auch leider schwer was dagegen machen oft, ne? Aber bleib danke stark. Auf jeden Fall. Doch, Rainer, man kann immer gehen einfach. Das bleib ist auf jeden stark. Fall. Bis dann, Rainer. Bis dann. Ciao. Danke, hau rein. Hau. Wir haben aber auch gestern bei der Aktion mit Mimon gesehen, wie sehr, obwohl Rainer da unterm Kartoffel stand, ne, obwohl Rainer da im Endeffekt machen musste, was Mimon sagt, Rainer hat trotzdem eher Beleidigungen gedroppt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr Rainer das gestört und genervt haben muss, dass da jetzt jemand gerade mächtiger ist als er. Und das konnte er nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Und das ist das Gleiche, wenn man ihm draußen begegnet und einfach nur hinterher jault oder irgendwas. Oder wenn man einfach sowas macht. Da kann Rainer gar nicht anders als zurückkommen. Dann geht er nicht einfach weg. Wie jeder normale andere Mensch. Nein. Rainer kann sowas nicht auf sich sitzen lassen. Rein, ne? Ich glaube, es war bei dem ZDK-Besuch, ne? Rainer wollte 3-4 Mal reingehen und ZDK jedes Mal. Und Rainer ist jedes Mal wieder umgedreht. Jedes Mal. So, ich finde es immer wieder cool, wenn man Leute hat, die sich halt auch vernünftig unterhalten können, ne? Ja, einer von beiden konnte das gerade. Kleiner Funfact, kleiner Tipp, wer es war, nicht er hier. Normal reden, die normal schreiben, die normal sich unterhalten. Genau. Ich mache heute gar nicht so lange. Ich hatte heute nur so 15 Minuten vor. Ich muss unbedingt so kleinere Streams machen, weil die Leute ja immer versuchen herauszufinden, wo ich bin. Ist doch egal, du wirst ja bewacht. Beim letzten Mal wurde ich ja auch kurz nach dem Stream auch direkt geleakt, wo ich ja schon gesagt habe, dass wieder Leute kommen. Da drüben läuft auch jemand rum, das könnte auch schon wieder jemand sein. Ist. Ja, jetzt guckt euch das an hier. Schaut euch das mal an. Das findet er lustig. Das findet er super witzig einfach. Da läuft jemand, das könnte jemand sein. Kannst du nicht ausdenken. Schwierig. Und ich. Schwierig, Bruder, schwierig. Ich bin ja hier am Potsdamer Platz. Oh ja. Ich bin Rainer, keiner soll wissen, wo ich bin. Ich bin am Potsdamer Platz. Ich gehe da lang. Ich sag jetzt auch, wo ich lang gehe. Aber keiner soll wissen, wo ich bin. Und am Potsdamer Platz ist es ja so, dass da halt auch sehr viele Leute sind. Ne? Ich weiß nicht, ob hier viele Leute leben. Ich kenne mich hier in Berlin nicht aus. Nein, Rainer, Berlin, ganz kleines Dörfchen, irgendwo in Deutschland. Aber auf jeden Fall schon relativ heavy. Gut, bleibt sauber, bleibt anständig. Wie gesagt, schaut gerne mal auf meinen. Es wird nachher noch einen anderen Stream geben, einen relativ kurzen. Länger als der hier. Ich weiß noch nicht wo, ich weiß auch noch nicht wann, aber ich sage euch Bescheid. Du wirst es uns dann sagen, ja. Bescheid. Und was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung, ist mir auch egal.
Ach ja, wie gesagt, schaut gerne mal bitte auf meinem Odyssey-Account vorbei. Ich sehe gerade, weil Leute bei ihm im Chat schreiben können, KZI, K.Zi, wann kommt die Netflix-Doku? Leute, haut da keinen Fünfer raus, um da im Chat zu schreiben. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr die Sache live sehen wollt und wollt ein bisschen Spaß haben und wollt ein bisschen mit einem geilen Chat und so weiter, schaut halt auf dem Eulenkanal. Machen, Lord, ich glaube 56, 57 oder 58, also... War es nicht gerade eben noch 87 oder 86? Jetzt irgendwo bei 58, na gut. Na, in der URL, ne? Odyssey, Drachenlord, 56 oder sowas. Das ist ganz normal, mein Banner und mein Profilbild, was ich auf YouTube auch hatte. Junge, diese Schnaufen, der ist kaum 3 Meter gewongelt gerade. Aktuell sind es zwischen 300 und 350 Abonnenten ungefähr. Und da ist auch ein Link verbreitet, wo ihr mich vielleicht für PayPal unterstützen könnt. Nein. Nein, das möchte ich nicht. So, ich werde mich jetzt hier... Oh, ich glaube, das ist mein Bus, der da fährt. Rainer, wir wissen, dass du nicht mit dem Bus fährst. Fuck. Das sagt man nicht. Ich muss gleich mal schauen. Auf jeden Fall. Also. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Ja, Leute. Das war der erste Streich. Und der zweite kommt gleich hinterher, oder wie heißt das? Ich mach mal hier kurz hier. Da geht's schon los. Da geht es schon los bei unserem Reini. Leute, Abfahrt! Geklappt zu haben. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Ja, Reini, du bist sehr witzig. Oder nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht. Von oben nach unten. Seht ihr, ich hätte meine Kippen mit so viel qualmen können. Hören Sie mich? Nabend. Nabend. Warum musste er gerade eben offline gehen? Er ist jetzt irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten später wieder online gekommen. Und? Boah, ich muss ihn lauter machen. Servus, wie geht's dir so? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Lies meinen Blog. Auch wieder ein... Ey, jedes Frame ist ein Meme. Jedes Frame ein Meme. Wahnsinn. Wie gesagt, Leute, bastelt da gerne was draus. Ich würde mich super freuen. Der Ani-Bettler hier. Der Bettel nach Thumbnails. Alla. Kalt. Und zwar so kalt, dass mir meine besten Teile in den Körper zieht gerade. Rainer, das tun die auch sowieso. Wir haben Fotos gesehen, die das beweisen. Aber ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Einen Moment. Ich kenne deinen YouTube-Kanal schon ziemlich lange. Ich auch. Wäre das okay, wenn ich dir eine Frage stelle? Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh Mensch, ich muss gleich wieder schneiden bestimmt, oder? Ist egal. Ich kann dir nur nicht garantieren, dass ich dir eine Antwort gebe, aber fragen kannst du mich eigentlich prinzipiell also, alles. Also es soll nicht unhöflich rüberkommen oder so. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Alles gut. Voraus, ob ich die Antwort sprechen, aber alles andere ist kein Ding. Man wackelt der da die ganze Zeit hin und her? Versucht er das Gleichgewicht zu behalten oder was macht er da? Und der Körper so wie so ein volles Fass, so schwupp, schwupp, schwupp. Möchtest du eigentlich noch... Wie ich hier einfach auch rechts und links schaukel, ne? Als wenn ihr es sehen könntet. So. Ich bin ein kompletter Dulli, Leute. Das kannst du dir nicht ausdenken. Weißt du sowas wie YouTube oder so weitermachen? Weil ich hab geguckt, weil YouTube-Kanäle so weiter finde ich eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die wurden auch... Ja, wie das wohl kommt. Alle irgendwie gesperrt. Das Einzige, was ich halt nur noch finde, sind sowas wie Memes oder sowas. Aber sonst so Hauptkanäle finde ich nicht mehr. Hier, das hier ist ein Hauptkanal. Prinzipiell, ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sich auch die Monate bei mir so ergeben. Ein paar Jugendliche, die mich erkannt haben, glaube ich, aber die sind irgendwie zu schüchtern, um sich herzutrauen. Vielleicht möchten sie einfach nicht sofort beschimpft werden. Ja, also prinzipiell, ich kann es dir nicht beantworten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich die nächsten Monate und vielleicht auch die nächsten 1-2 Jahre bei mir so entwickeln.
Die nächsten ein, zwei Jahre, wie sie sich so entwickeln. Leider, wenn es so weitergeht, entwickeln die sich Richtung Rollstuhl. Muss ich ausprobieren oder schauen. Weil letzten Endes kommt es ein bisschen drauf an auch. Oder es geht direkt ins Hotel Viereck, ins Camp Knacki. Ob ich finanziell besser aufgestellt bin in den nächsten Monaten oder... Ach, ich weiß nicht. Was hat letzten Endes so alles auf mich zukommt noch? Das kann ich im Moment noch nicht beurteilen. Also prinzipiell... Okay. Leute, ihr kennt euch bei TikTok ja besser aus. Spiegelreiner Reloaded ist gerade wieder mit einer Premiere live gegangen. Auch den Kanal kann ich nur ans Herz legen. Wirklich sehr, sehr gut. Gibt es auf dieser Plattform hier, auf Diggity Doggett, gibt es da auch so Free-Spins oder wurden diese ganzen hier Eichhörnchen und Herzchen und so weiter, wurden die wirklich bezahlt? Oder gibt es da auch hier wie auf seiner letzten miesen Plattform, ja, vorletzten, dass es diese Free-Spins da gibt, irgendwie alle 24 Stunden? Klärt mich mal bitte auf. Wenn ich nur nach... Es kommt jetzt. Ich beantworte die Frage auf zwei Arten, okay? Rainer, einfache Antwort. Ich beantworte die Frage auf zwei Arten und dann kannst du ja eine aussuchen. Das ist ähnlich, wie er sich rechtfertigt, auf fünf Arten. Sucht euch dann einer aus. Oder ich entschuldige mich, ist Nummer 6. Die Nummer 1 ist meine Lust. Ja. Lust. Ich hätte Lust. Und ja, ich würde gerne weitermachen. Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, mache ich weiter und werde schauen, dass ich weitermache. Zum einen, weil ich mich nicht unterkriegen lasse oder nicht unterkriegen lassen will von Leuten, die einfach meinen, nur weil sie sagen, ich muss ich auch. Das andere ist die... Also nur weil Leute sagen, du musst, dann musst du auch. Das machst du nicht. Meme, ich erinnere gestern an das Video. Das andere ist die finanzielle Sicht beziehungsweise die berufliche Sicht. Da muss ich sagen, vielleicht. Kannst du TÜV, Hupe geht. Grundsätzlich würde ich weder in der einen noch in der anderen Variante Nein sagen. Der erste ist sowieso, ich würde weitermachen. Und die zweite ist ein Vielleicht. Ich weiß es einfach nicht. Es kommt. Rainer, er hat dich gefragt, ob du weitermachen möchtest. Oder hat er das nicht gefragt? Sag doch einfach Ja, würde ich gern. Fertig. Die Frage ist beantwortet. Darauf an, wie sich die Zukunft entwickelt. Das weißt du nicht, das weiß ich nicht. Das wissen auch die Hater noch nicht. Aber sie gehen von etwas aus. Kann man nur abwarten und nachschauen. Das ist korrekt. Was ich garantieren kann, ist, dass er auf keinen Fall offline geht. Egal, es wird irgendeine Plattform, wird sich immer finden, wo unser Reini nochmal hin kann. Ne? Das würde ich hier garantieren. Und ich habe ja gesehen, ich glaube, du hast ja ein neues Auto geholt. Das war dieses eine blaue, glaube ich. Das fand ich so köstlich. Ne? Wisst ihr, der Anrufer... In dem ersten längeren Stream wieder. Wie er sagt, ja, Ford Ranger. Für 4 Monate, Rainer, für 4 Monate. Ey, ich weiß, der kommt bei manchen Leuten, bei manchen Reactern kam der Typ nicht so gut an. Ja? Ich fand den großartig. Ich fand den wirklich. Ich weiß, dass hier Rocksau, der mochte den nicht so gerne. Ich fand den köstlich, wirklich, ganz großartig. Da müsste es einfach viel, viel mehr Gäste von geben. Dann schneide ich die Videos auch wirklich liebend gern. Den Ranger, ja, den habe ich aber ja nicht mehr. Den Ranger. Den musste ich ja wieder verkaufen, weil ich ja aktuell keinen Führerschein mehr habe. Weil du musst ein Auto nicht verkaufen, weil du keinen Führerschein hast, ne? Das musst du nicht. Gibt's kein Gesetz für, dass wenn du keinen Führerschein hast, ein Auto verkaufen musst. Und ich konnte ihn ja jetzt ein Jahr lang oder so stehen lassen, bis ich meinen Führerschein wieder habe. Deswegen habe ich ihn zwischendurch jetzt wieder verkauft. Warum konntest du ihn nicht stehen lassen? Du hättest doch, das war doch dein Plan. Du hättest ihn doch irgendwo auf dem Campingplatz abstellen können und hättest drin schlafen können. Das war doch sowieso dein Plan. Der große Plan. So, dann hättest du dich einfach, hier bei solchen Streams, hättest du einfach gesagt, ey Leute, wer hat Lust mit mir zu fahren? Ja, ihr fahrt mich und ich gebe dafür das Auto her. Wäre doch ganz einfach gewesen. Jetzt ist mir die ganze Kohle inzwischen natürlich auch flöten gegangen. Weil also einfach war's weg. War's weg. Einfach so. Zack, weg war's. Wenn ich mein Auto hatte, habe ich natürlich viel im Auto gepennt. Jetzt habe ich natürlich kein Auto mehr zum Pennen drinnen, habe auch keine Wohnung und kein Haus mehr. Deswegen, ja. Also aktuell so. Habe ich... Leider. Habe auch keinen Führerschein. Also, in welcher Stadt bist du denn gerade so unterwegs?
Steht auf dem Titel. Ich bin in Berlin. Tatsächlich. In Berlin? Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Sätze, die man niemals von Henk hören wird. Spaß. In Berlin. Ich bin in Berlin. Krass. Krass. Berlin. Das ist ja krass. Da war ja vorher noch nie einer. Kennst du Wilhelmshaven? Kenn ich jetzt da tatsächlich. Wilhelmshaven, ja klar. War ich auch schon mal. Ist aber schon... Tatsächlich sogar Etzadler, letzten Endes. Bisschen her. Warum, also es gibt ja sowas wie, ich glaube, das kannst du auch beim Jobcenter so machen, sie stellen dir dann eine Wohnung zur Verfügung und dann wirst du erstmal Bürgergeld beziehen, damit du dich so ein bisschen mehr aufbauen kannst. Warum machst du das nicht? Machen sie bei mir nicht, oder ist bei mir... Nein, er kriegt kein Bürgergeld, Etzadler. Ist ja schwierig, eben aus den gleichen Gründen, warum ich auch keinen neuen Job krieg. Hier muss ich mal sagen, habe ich was von Ofi gehört. Ne? Dass er sagte, dass Rainer einfach besser dran ist, wenn er sich irgendwie ein Taui oder so verdient. Ja? Hier muss ich sagen, lieber Ofi, ich habe die Community mal gefragt, wie das da aussieht, was da so bezahlt wird. Ich kenne mich da leider nicht sehr gut aus. Aber es wird dir ja Miete bezahlt. Es wird dir Heizkosten, glaube ich, werden bezahlt. Bei Strom bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Wenn man aber Miete, Heizkosten und so weiter, und dann bekommt man ja auch irgendwie noch 400, 500 oder 600 Euro. Da ist man einfach besser dran, als wenn man einen Taui nebenbei verdient. Ja? Es sei denn, man kann dann irgendwie noch aufstocken oder so. Ich kenne mich damit leider nicht so aus. Wollte ich mal loswerden. Also ich glaube, mit einem Tausender ist er nicht so gut dabei, als wenn er Bürgergeld bekommen würde. Keinen vernünftigen normalen Job krieg oder auch keine Arbeit krieg, weil viele... Keine Arbeit. Halt einfach Angst wegen den Hatern haben. Ist eine sehr schwierige Angelegenheit bei mir. Es ist nicht wegen ihm, ne? Nie wegen ihm. Dass er schon mal gesagt hat, dass er von einem Fließband und von einer Standbohrmaschine weggeholt wurde von seinem Chef, weil er dazu nicht in der Lage war. Rainer, wer war denn daran schuld? Der wohl der Held, der das Fließband gebaut hat? So wie meistens hat. Warum hast du das denn nicht, also das soll jetzt auch nicht beleidigend drüber kommen, aber Unge zum Beispiel, der wohnt ja jetzt in einem anderen Land. Warum? Das habe ich bei Rainer auch schon gefragt. Warum ist Rainer nicht einfach wirklich ins Ausland gegangen? Wirklich ins Ausland. Und macht da seine Streams und so weiter, meldet im Ausland ein Gewerbe an und so. Das steht ihm ja offen. Natürlich ist diese Sprachbarriere da. Aber seien wir ganz ehrlich jetzt mal, in Deutschland verstehen auch nur die Hälfte. Ne? Zum Beispiel gehst du nicht in einem anderen Land und da gibt es ja keine Hater mehr, denke ich. Ich glaube nicht, dass die Hater irgendwie nach einem Ausland fahren und dann dich irgendwie belästigen. Naja, zunächst mal hat Unge wahrscheinlich ein paar Millionen auf dem Konto. Ja, wahrscheinlich. Oder zumindest mehrere hunderttausend, also kann er... Ja, ich glaube, der hat die Mille schon durchbrochen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Leute, die einfach Wohnungen mit PayPal kaufen, live im Stream. Ja. Du brauchst aber nicht wirklich Millionen, um irgendwo im Ausland ein neues Leben anzufangen, Rainer. Kann sich das finanziell leisten? Das ist nicht bei mir der Fall. Schön wäre es natürlich, wenn es so der Fall wäre. Ja, weil für Rainer kommt natürlich jetzt nicht irgendwie... sagen wir mal, Rumänien in Frage, ne? Es muss schon Monaco sein. Ja, anders nicht. Ja, also, ich sag mal, Madeira vielleicht noch. Aber Ländern, in denen es irgendwie günstig funktionieren würde, das kommt für Rainer nicht in Frage, auf keinen Fall. Aber grundsätzlich, warte mal kurz, wenn ihr Fotos machen wollt, kommt da kurz her, bitte, aber nicht irgendwie so aus dem Hintergrund Fotos machen. Mag ich nicht. Er hat sogar bitte gesagt. Jetzt mal ohne Spaß. Ich möchte nicht immer alles nur schlecht reden bei Rainer. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte auch mal sagen, wenn er sowas macht, ey Leute, komm, wenn ihr schon ein Foto machen wollt, dann kommt bitte her. Das finde ich ist absolut nachvollziehbar. Wirklich. Finde ich ganz okay. Und wenn er dann auch noch bitte sagt, ey, dann kommt bitte her, dann machen wir zusammen ein Foto, aber nicht so aus dem Hintergrund. Das mag ich nicht. Das fand ich ein absolut sauberen Satz von Rainer. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt auch unironisch. Dann sagt er auch noch bitte.
und nicht ihr so und so ist und ihr könnt euch mal so und so und so weiter. Nein, er sagt, ey, wenn ihr ein Foto machen wollt, kommt bitte her. Mach mir nicht so aus dem Hintergrund, das mag ich nicht. Ein absolut sauberer Satz, Rainer. Wirklich. Respekt. So weit ist es schon gekommen, Leute, ja, dass man jemanden für einen normalen Satz Respekt zollt irgendwie. Schwierig. Schwierig. Mal kurz. Und schön leise sein, weil ich habe den Livestream an. Und er macht dann ein Selfie mit denen. Er sagt, ey, wenn er ein Foto machen, komm bitte her. Und dann macht er das auch und so weiter. Bin ich okay. Finde ich gut. Alles klar. Mit dir auch noch? Ja. Und er fragt sogar, ey, mit dir auch noch? Ja. Ja, dann komm. So, ey, nice. Finde ich gut. Rainer, würdest du so leben? Wäre das nicht nur einfach eine Fassade, eine Maske? Würdest du wirklich danach handeln? Einfach wirklich bitte Danke sagen? Würdest dich so verhalten? Einfach dann sagen, ey Leute, das möchte ich dann nicht, wir können es anders machen. Du hättest so ein viel besseres Leben. Danke. Kein Ding. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ausland, achso. Ja, wie gesagt, liegt am Finanziellen in erster Linie. So, weißt du, liegt am Finanziellen. Du kannst nicht einfach mal mit, keine Ahnung, 20 Euro ins Ausland fahren und im Ausland leben. Das funktioniert nicht. Das wird kommt aufs Ausland an, aber stimmt, das ist schwierig. Du kannst allerdings, ich sag mal, du lebst ja in Deutschland auch mit 20 Euro in der Tasche. Machst du ja genauso gerade. Das kannst du auch in jedem anderen EU-Land eigentlich. Ne? Das geht. Das geht. Wenn halt jeden Tag wieder neue... Ich weiß ja nicht, wie das bei Digga the Dog da aussieht. Ob man das Geld sofort irgendwie überwiesen bekommt aufs Bayball oder wie die das machen. Ob die einmal im Monat bezahlen oder so, weiß ich ja nicht. Aber das kannst du im Ausland genauso gut wie in Deutschland. Nicht finanziell killen, ist nicht so einfach, ne? Okay. Na gut, ich mache heute nur relativ kurze Streams. Ich würde noch mal jemand anderen gerne reinnehmen, wenn du nichts dagegen hast. Es geht ja gegen eine Frage stellen? Eine darfst du noch stellen, ja. Wenn's schnell geht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du musst mir der, die aber anders so beantworten, sodass TikTok dich nicht sperrt. 18 hochgeladen, sag ich mal. Was ist jetzt eigentlich damit mit diesen Videos? Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Also die sind ja immer noch online prinzipiell. Würde ich jetzt einfach, wenn Rainer jetzt clever wäre, erstmal fand ich es gut, wie er sich von dem anderen verabschiedet. Ich würde jetzt gerne noch dem anderen reinnehmen, wenn du nichts dagegen hast. Fand ich auch gut, fand ich höflich. Hier könnte er jetzt einfach sagen, ey, nimm's mir nicht böse, aber da möchte ich auf dieser Plattform nicht drüber reden. Ne? Wäre jetzt eine gescheite Antwort. Mal gucken, was Reini macht. Davon kriegst du jetzt zum Beispiel kein Geld oder so. Also ich meine, wenn man solche Videos hochlädt, da kriegt man ja eigentlich... Viel kriege ich da. Mit viel. Und ja, ich mache halt alles sowas. Das ist eine der Sachen. Die Hater sagen immer, ich bettel um alles. Ja. Ne? Wobei jetzt... Nur nicht um den Job, ne? Das ist, da machst du eine große Ausnahme. Moment. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich ja für alles arbeite eigentlich. Oder ich versuch's zumindest. Und auch das ist für mich eine Arbeit, die ich einfach gerne machen möchte und der ich nachgehen möchte. Und das ist einfach ein, gefällt mir, das mache ich gerne, unabhängig von vom Finanziellen. Und warum soll ich das ja trotzdem auch machen? Und ich würde es auch umsonst machen, mir was reinrendern. Und finanziell lohnt sich zwar nicht, aber auch finanziell bekomme ich halt auch was dafür, wenn auch nicht viel. Finanziell lohnt sich zwar nicht, aber finanziell bekomme ich auch was dafür. So, macht keinen Sinn, aber gut. Ja, krass. Das meinte ich gerade mit der Sprachbarriere im Ausland und auch in Deutschland, ne? Trotzdem war es eine halbwegs vernünftige Antwort. Also. Dann danke ich dir. Wie gesagt, es geht jetzt gegen dich, aber ich möchte noch jemanden reinnehmen und ich mache nicht allzu lange gerade noch. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Danke dir für dein Dabeisein, für deine Fragen und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Stream wieder. Vielleicht, vielleicht. Hau rein. Leute. Das war harte Arbeit. Boah. Jetzt habe ich mein Brot für heute aber verdient, du. Mein lieber Mann. Wie angenehm. Wie angenehm, mal vernünftige Leute im Stream dabei zu haben, mit denen man reden kann.
Ja, Rainer, wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch wieder raus, ne? Wenn du dich vernünftig verhältst. Finde ich richtig gut. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, oder ich wollte mich halt nicht falsch ausdrücken. Der könnte sich mir gegenüber jetzt so höflich benehmen, wie er wollte. Bruder wäre sein Kanal down, wenn ich da als Gast kommen würde. So, um Gottes Willen, 28 Leute. Rainer wird die Mulle nehmen. Pass auf. Ich kann nur noch einen reinnehmen. Leon Mascher ist ja im Moment nicht da, glaube ich. Ah ja, Leon Mascher. War das letzte Mal wirklich Leon Mascher? Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich kenne den aber auch nicht. Ich weiß nur, dass das irgendwie... Also ich weiß das von Ofi, als der hier Eddie gezeigt hat, der den Mascher gesucht hat. Der dann irgendwie unter Schrecken festgestellt hat, dass er 2 Millionen Abos hat. Du siehst auch schon, ne? Solche Leute halt mehr Abos haben als die Rocket Beans oder als ein Ofenkäse. Schwierig. Aber, ja okay, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Ich kenne ihn nicht wirklich. Ich weiß nicht, was für ein Content der macht und so weiter. Aber wenn der das gewesen sein sollte, wenn man glauben könnte, dass der das war, wenn ich dann höre, Digga, Digga, Alter, Digga, Digga, Alter, Alter, nee, da kriege ich zu viel, Bruder. Das kann ich, wenn ich das länger höre, kriege ich einfach Ohrenkrebs. Ist einfach so. Sonst hätte ich ihn nochmal kurz reingenommen, auch wenn ich echt nicht viel Zeit habe. Aber für ihn macht er eine Ausnahme. Ist halt ein Großer, ne? Ist ein Großer. Da ist der Rainer großzügig. Okay, wisst ihr was? Ich tippe einfach irgendwo hin. Und na, wird es aus Zufall eine Mulle sein? Nehme einfach irgendjemanden rein. Moin, moin. Oh, keine Mulle. Der Arnie hat Unrecht gehabt. Servus. Wie geht's? Und? Wie es mir geht. Habe ich 100.000 Mal gesagt, wie es mir geht. Lies beim Blog. Boah. Man friert sich so die Eier ab, ne? Also. Bist du gerade in Berlin? Ich bin in Berlin, ja. Jo, und zwar, ich hätte eine Frage an dich. Bitte, lass mich nachher schneiden müssen. Jetzt kommt's. Und zwar, was ist so ein Ziel, das du persönlich noch für dich im Leben erreichen willst? Weil du hast ja. Finde ich aber auch eine schöne Frage. Ich glaube, ich nenne dieses Video hier Rainer bekommt nette Fragen oder so. Irgendwie so. Die Leute stellen wirklich gute Fragen. Ja, zum Beispiel schon eine Community und alles. Aber es gibt ja bestimmt noch mehr, was man erreichen will. Die beste Community der Welt schaut hier gerade dieses Video. Ich setze mir große und ich setze mir kleine Ziele. Große Ziele sind die quasi, die man sich irgendwie nur in gefühlt 300 Jahren erreichen kann oder so. Ja. Nein, große Ziele sind Lebensträume. Kleine Ziele sind die Ziele, die man sich so Tag für Tag neu setzen kann oder so für Woche. Okay. Im Moment ist mein Ziel, noch ein bisschen länger in Berlin zu sein. Habe vorhin im Livestream schon mal erwähnt, Odyssey und so weiter, da gibt es ein paar Links und alles. Geld, Dankeschön, bitte Geld, bitte ein Geld her. Habe ich jetzt festgestellt. Und die Leute sagen immer, ich werde betteln. Stimmt ja gar nicht. Bitte ein Geld, bitte Geld. Darf ich nicht so erzählen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich da halt momentan versuche, von Leuten Unterstützung zu bekommen. Auf meinem Odyssey-Account. Ja. Unterstützung, hallo, bitte Geld, ich bettel nicht, bitte Geld. Und ja, keine Ahnung, wie es sich halt so ergibt, ne? Je nachdem. Wieder ein Bärchen! Jetzt habe ich Bärchenohren. Die Bärchen. Je nachdem, wie es sich so ergibt und was ich so erreichen lässt und alles, keine Ahnung. Es lässt sich viel erreichen. Als schlecht in der Woche, aber ne, wenn du so weitermachen würdest, einfach nett wärst und so weiter. Und aufhören mit der ganzen Lügerei, das ist halt schlimm. Ne? Es glaubt dir niemand mehr was. Wenn du einfach weiter nett wärst, die Wahrheit sagen würdest und so weiter, da lässt sich viel erreichen, Rainer. Kann ich dir sagen, wie es ist? Muss man halt mal schauen. Alter, ist hier viel los gerade. Also im Moment ist mein Ziel, erst einmal bis Montag irgendwie unentdeckt zu bleiben und bis Montag genug Geld reinzukriegen, um vielleicht im Idealfall noch ein paar Tage oder noch eine Woche im Idealfall oder auch noch 2 Wochen im Idealfall in Berlin zu bleiben. Also müssen die ja dann irgendwie wöchentlich aussehen oder täglich oder was?
wenn er bis Montag Geld reinkriegen will. Mein Hauptziel im Moment ist, für die nächsten 2 Wochen eigentlich die Kohle reinzubekommen, dass ich noch 2 Wochen in Berlin bleiben kann. Kohle rein, bitte bezahlen Sie, bitte Geld, immer her mit dem Geld, 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 hier zu mir, immer hier zum Reini. Wenn das nicht der Bezahlt mir bitte meinen Berlin-Aufenthalt, dankeschön, ich bettel aber nicht, bitte Geld. Der Fall ist, wird es wohl Anfang Mitte nächster Woche zurück nach Nürnberg gehen, beziehungsweise nach Neustadt-Aisch, beziehungsweise halt in meinen. Die freuen sich schon. Du merkst gerade, wie Frau Winkel schmeckt, eine Erschütterung der Macht gespürt hat. Als wenn Alderaan nochmal explodiert wäre. In my keys, sozusagen. In was? Beziehungsweise nach Neustadt-Aisch, beziehungsweise halt in my keys. Ins Mikey's? Ist das eine Kneipe? Sozusagen. Achso, also versuchst du ein bisschen unterm Radar zu bleiben. Naja, das ist schwierig, wenn man mitten in Berlin ist und streamt, ne? Ja, das kann ich verstehen. Also ich versuche nicht unbedingt unterm Radar zu bleiben, natürlich möchte ich nach Möglichkeit. Ich versuche die ganze Zeit im Hintergrund ein bisschen zu sehen, ob man diese Wachmänner sehen kann. Nicht von Leuten irgendwie angegriffen werden oder so. Aber zum anderen möchte ich natürlich auch irgendwie, trotzdem die Kohle verdienen und das ist in meinem Beruf oder in meiner Situation halt mit dem Beruf ein bisschen schwierig, ne? Na, Renner, Beruf, also ganz im Ernst, auf einem Blog seinen Paypal, eine Paypal-Adresse zu geben und danach Spenden zu fragen, ich weiß nicht genau, welche Berufsbezeichnung man dafür benutzen würde. Ein wunderschön. Jedes Frame ist ein Meme, Leute. Wirklich, jedes. Also ich weiß nicht, welche Berufsbezeichnung ich da wählen würde. Mit einem PayPal-Account nach Geld zu fragen. Also da bin ich mir nicht sicher. Lasst euch mal was einfallen. Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Ja. Da kann man den Leuten dann auch nicht einfach mal sagen, Runner von meinem Grundstück, ne? Also. Fand ich gut. Kann man den Leuten nicht sagen, Runner von meinem Grundstück. Jetzt bin ich gespannt, wie Rainer reagiert. Denn normalerweise würde Rainer jetzt einfach kicken, so Pupa, Kindergarten, ne? Mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist er gerade der gute Rainer. Das geht nicht so in Berlin. Das Runter von meinem Grundstück habe ich ja nur deswegen gemacht, weil die Leute immer mein Grundstück belästigt haben, weißt du? Ja, mein Grundstück belästigt. Reini. Oder auf mich oder auf meine Sachen losgegangen sind, meine Sachen randaliert haben, meine Fenster eingeworfen haben, über Zaun geklettert sind, mein Tor kaputt gemacht haben und vieles mehr, ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht, weil das existiert ja nicht mehr, beziehungsweise es existiert noch, aber halt ist nicht mehr mein Eigentum. Von daher geht es mir mittlerweile am Eimer vorbei, um es freundlich auszudrücken. Ach so. Du hättest es schon gern wieder, ne? Du hättest es schon gern wieder. So, ja. Deswegen ist mir das auch wurscht. So. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Halte Wurscht hoch! Und es ist nicht mein Bier. Okay. Ja, das war auch schon meine Frage eigentlich. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke dir. Jo, danke, ciao. Jo, hau rein. So, muss ich mal kurz picken. 13 Minuten. Na komm. Ich gucke gerade, wie lange es noch geht. 4 Minuten, aber unser Spiegellord, der Ehrenspiegellord, hat natürlich auch ein Outro. Also er wird noch einen Gast nehmen, denke ich. Und jetzt sage ich, es ist eine Mulle. Komm schon. Rainer, jetzt enttäusch mich nicht. Ich weiß es noch gar nicht. Nehme ich. Hier muss ich aber sagen, ne, er hat die ganze Zeit Kerle genommen. Also, Gaspar. Noch einen letzten Gast rein. Kommt, wenn es schnell geht, nehme ich noch einen letzten rein. Wisst ihr, ich habe immer so die Sache, wenn ich sehe, dass ein weibliches Profilbild da ist. Und es geht los. Glaskugellecke am Stiesel. Ne, habe ich immer die Situation, dass ich glaube, dass das grundsätzlich eine Haterin ist. Das geht nicht gegen die Frauen oder die Damen, die das sind. Eine Wolde-Haterin, bitte. Sondern ich habe da einfach von vornherein einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Wir probieren es trotzdem mal. Man kann nicht von vornherein schlechte Erfahrungen machen, Rainer. Mache ich, dass sie eine Frau ist, sondern weil wir schon 2 Kerle hatten. Hi, Drachenlord. Ah, es funktioniert doch. Hallo. Alles klar. Mensch, bist du jetzt bei TikTok? Wo bin ich schon seit 50 Jahren? Ich bin schon die ganze Zeit auf TikTok. Nur schon immer. Bevor es das gab, war ich schon da. Ja. Ich habe noch nicht gemacht auf TikTok. Rainer war sozusagen da und die Plattform wurde um Rainer rumgebaut. TikTok bisher.
Also nur relativ wenig vor auf meinem vorherigen Account, der ist ja gesperrt worden. Ja. Weil ich gegen Bedingungen verstoßen habe. Das finde ich aber sehr schön, dass er sagt, dass er dagegen verstoßen hat. Er hat gerade keinen anderen dafür verantwortlich gemacht. Ja? Er hat gerade sich selbst in die Verantwortung genommen. Bruder. Also, aber da ist ein bisschen kulanter zum Glück als YouTube. Ja. Und davon machen zumindest. Also Rainer, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dir. Und ich bin auch so froh gerade, dass ich dich hier bei TikTok sehe, hör mal. Ja? Ja, freut echt? Mich. Kannst du mir zurückfolgen? Habe ich gerade getan. Das hat er schon getan, als er gehört hat, hey, Reini, wie geht's dir? Zack, gefolgt. Guck dir das an. Ey, Junge, jedes Frame ist ein Meme. Schaut doch mal. Bastelt da mal was raus, Leute. Ihr könnt das doch so gut. Also Wahnsinn, wirklich jedes Frame ist ein Meme. Also ich würde auch mal gern mit dir live gehen, ne? Könntest mir folgen, habe ich schon gemacht. Ungefragt gemacht. Und quatschen, also... Ich habe auch damals Videos von dir irgendwie gepostet, aber die wurden gesperrt. Ich weiß nicht warum. Ist ja auch egal. Ich glaube, TikTok gönnt dir einfach nicht. Aber ja. Einfach kein Gönnjamin, dieser Bruder. Ja. Es gibt ja auch genug. Musst du mal sehen, wenn Leute meine Sachen irgendwie restreamen oder re-hochladen, gibt es auch viele meiner Zuschauer, neutralen Personen dann, die dann hergehen und das halt melden, weil es halt eigentlich. Ja, es gibt noch viel mehr Leute, die feiern das. Die feiern den Inge. Ja, die feiern die Eulen. Die feiern den Spiegellord. So nämlich. Oder den Spiegelreiner Reloaded. Wie gesagt, großartiger Kanal, Leute. Da ist immer nur ganz wenig los. Immer nur so 10 Leute im Chat. Das verstehe ich gar nicht. Ist wirklich eine großartige Sache. Mein Konten. Ja, ich hatte so Bilder von uns zusammengestellt und dein Sound benutzt, wo du so redest und das wird einfach gesperrt. Voll schade. Voll schade, Das kann ich natürlich so eine Beurteilung sehen, aber es kommt auch darauf an. Manchmal, wenn was positiv ist, wird es auch sehr gerne schnell von Hatern halt gepostet, ne? Beziehungsweise von Hatern. Gemeldet, ja. Ja. Es kommt immer. Das halte ich für nicht die Wahrheit. Ja. Also bist du öfters live bei TikTok? Oh, können wir mal ein Match machen, bitte? Ich will die Kohlen haben. Die Kohlen brauche ich. Geld machen, ne? Zur Zeit ja. Das kommt jetzt darauf an, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich morgen nochmal live bin. Montag bin ich, wenn ich finanziell besser hinhaue, habe ich ja vorhin schon gesagt, danke Leute, wenn es finanziell besser hinhaut, Montag noch länger in Berlin, dann wird es wahrscheinlich noch 1-2 Streams die Woche geben. Ah, also wenn ihr mir Geld gebt, werde ich streamen, heißt das auf Deutsch übersetzt für mich. Habt ihr das genauso verstanden? Wenn ich mehr Geld habe, bleibe ich länger in Berlin und dann werde ich auch noch öfter streamen. Heißt, übersetzt, gebt mir Geld, dann streame ich für euch. Ich sehe jetzt auch gerade, dass einer richtig die Kohlen reingeschmissen haben muss. 32,08 Euro in 14 Minuten. Das ist ein heftiger Stundenlohn. Und auch ja. Ein paar Videos im Account. Aber wenn ich dann bis Montag nicht die Kohle zusammenbekomme, dass ich noch ein paar Tage Hotel oder was mir in Berlin leisten kann, gehe zum Montag zurück nach Bayern und dann oder nach Franken. Und dann die freuen sich schon. Muss ich gucken, wo ich dann da weitermache. Ja, und wahrscheinlich. Da wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Das wird auf jeden Fall alles klappen. Du bist ja also, ne? Bitte lies jetzt meine Gedanken und sprich sie aus, was er ist. Du bist ein ganz tüfter Junge. Du schaffst das schon alles. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mal zusammen live gehen könnten. Also ja, schön die Kohlen rauspressen. Lecker, lecker, lecker. So richtig live jetzt, ne? Jetzt nicht als Gastanfrage und dann uns auch vernünftig so unterhalten könnten. Das würde mich echt freuen. Kriegen wir bestimmt mal hin. Ich habe dir mal zurückgefolgt. Du kannst mir auch jederzeit jetzt schreiben, wenn du mir auffällst. Ja, wir können ja gleich nach. Oh, jede Wette. Wisst ihr, was ihr heute Abend macht? Er schreibt ihr PNs. Da würde ich mein letztes Hemd drauf verwetten. Nach dem Stream einmal schreiben. Alles klar. Gut, dann. Ja, super, freut mich, dich hier bei TikTok zu sehen und ich wünsche dir alles Gute, Rainer, ne? Also, wir bleiben in Kontakt, ne? Na klar. Dann danke ich dir. Jo, kein Problem. Schönen Tag noch, Rainer. Tschüss. Tschüss, Raini, tschüss. So. Das war doch ein sehr netter Abschluss zum Ende hin. Meinst du, dass ein Abschluss zum Ende hinkommt, Rainer? Aber ey. Wer bin ich schon? Dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei, beim nächsten Video. Wir sind da, Rainer. Wir sind da.
und mal ein bisschen die Kamera nach oben halten, damit ich nicht jeden aufnehme. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Vor allem die vier Wachmänner nicht, ne? Zu denen du gerade hinschaust. Stream. Haut rein, bis dahin, euer Drache. Und tschö. Und danke für die Unterstützung. Unterstützung heißt es. 33,84, Wahnsinn. In einer Viertelstunde. Leute, das war's. Wir sind durch. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen, ja? Das versteht sich auch nicht von selbst. Und falls ihr mir ein Abo dagelassen habt, bedanke ich mich dafür auch. Auch das versteht sich natürlich nicht von selbst, ne? Kann man auch mal Danke sagen. Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Wir alle. Und bis dahin, Leute. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Links lasse ich jetzt noch ein Video. Für die ganz hartgesottenen kommt rechts eine Playlist. Ja, da wird's länger. In der Mitte könnt ihr mir ein Abo dalassen. Ihr wisst, teilen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren oder wie heißt das immer? Ich kenne das nicht. Und falls ihr vom Facebook-Datendeck betroffen seid, nein, Spaß. Gut, Leute. Wie gesagt, ganz viel Liebe an euch. Metal Madane. Off. Hier, Ding. Krähen. Ding. Ja.